Hallo Freunde, willkommen beim Moviecheck und jetzt gibt's natürlich die nächste Filmkritik. The Game zeichnet sich durch eine anfangs langsam an Fahrt zunehmende Story aus, die aber nach kürzester Zeit für Nicholas von Orten als auch für den Zuschauer als stummen Beobachter zu einer Achterbahnfahrt wird. The Game, Spiel seines Lebens, ist ein Thriller von David Fincher aus dem Jahr 1997 mit Michael Douglas in der Hauptrolle. Michael Douglas spielt den knallharten und kühlen Investmentbanker Nicholas von Orten, der seine Karriere über seine Familie und sein Privatleben stellt. Geschieden und für den Zuschauer mehr als verbittert erscheint, schließt er einen Deal nach dem anderen ab und scheint inzwischen mit seinem Job verheiratet zu sein. Anlässlich seines 48. Geburtstages bekommt Nicholas dann Besuch von seinem Bruder Conrad, der hier gespielt wird von niemand anderem als Sean Penn. Und Conrad hat ein ganz besonderes Geschenk für seinen Bruder. Ein Spiel nämlich von der Firma CRS inszeniert, das das Leben von Nicholas buchstäblich auf den Kopf stellen soll. Sichtlich irritiert und genervt nimmt er das Geschenk seines Bruders an, verbringt den Folgetag in einer Filiale von CRS und muss sich da dutzenden psychologischen und physischen Tests unterwerfen lassen, nur um am nächsten Tag wiederum einen Anruf von CRS zu bekommen, dass er nicht für das Spiel geeignet ist. Wütend, dass er einen kompletten Arbeitstag in dieser Filiale von CRS verbracht hat, fährt Nicholas wutentbrannt nach Hause in seine Villa und muss dort feststellen, dass das Spiel, für das er eigentlich gar nicht geeignet sein soll angeblich, schon längst begonnen hat und sich vorwiegend auf die traumatischsten Ereignisse seiner Vergangenheit konzentriert. Ab diesem Zeitpunkt schlittert Nicholas von einer brisanten Situation in die nächste und weiß irgendwann gar nicht mehr zu unterscheiden, was Realität und was Spiel ist. Das glaubhaft panische Schauspiel von Michael Douglas kombiniert mit dem kühlen Schauspielen von Deborah Kara Unger sorgen für ein hektisches Hetzen von Punkt A nach Punkt B. Was am Ende sogar den Zuschauer daran zweifeln lässt, dass es sich bei diesem Spiel noch um ein Spiel handelt. Indes untermalt Howard Shore die spannende Inszenierung Finchers musikalisch wirklich unverwechselbar und in jeder Szene so treffend, dass für den Zuschauer, egal von welchem Blickwinkel er jetzt den Film betrachtet, am Ende ein solider Thriller herauskommt. Was uns damit aber auch jetzt schon zur Wertung bringt. David Finchers The Game ist einer der besten Filme der späten 90er Jahre und einer der besten Thriller derselbigen, was mich auch dann dazu verleitet, diesem Film 4 von 5 Filmpunkten zu geben. Wenn es um die Genrewertung jetzt geht, und da ist The Game ja eigentlich eindeutig als Thriller einzuordnen, dann vergebe ich dem Film The Game wirklich schöne 5 von 5 Punkten. Die hat er verdient. Und jeder, der den Film noch nicht gesehen hat und ihn sieht, wird am Ende auch wissen, warum dieser Film 5 von 5 Thriller-Genre-Punkten bekommen sollte.